Die Euphorie ist groß im Ländle. Der VfB Stuttgart, 2 Jahre nach dem bitteren Abstieg, wieder mit Ambitionen auf mehr als nur Bundesliga, zumindest mittelfristig. Und dennoch, zu hohe Ansprüche wollen die Verantwortlichen vermeiden. Ja, bei den Fans glaube ich schon ein bisschen Euphorie da. Ist auch schön, weil ich glaube, die Rückrunde sehr, sehr gut war, erfolgreich war. Jetzt gute Verstärkungen und trotzdem ist ja klar, wissen wir alle, die Jungs müssen erstmal in der Bundesliga Fuß fassen, die noch keine Erfahrung haben. Aber ich bin optimistisch, freue mich auf die neue Saison und freue mich aufs erste Spiel. Also zum ersten Mal erwarte ich von der Mannschaft, dass jeder das Optimale seiner Möglichkeiten rausholt. Wir haben sehr viel Potenzial in der Mannschaft, im ganzen Verein auch. Wenn es gelingt, dass alle das Optimale rausholen, werden wir, glaube ich, eine gute Saison spielen. Und wichtig ist, dass wir unsere Fans weiter begeistern und möglichst öfters gewinnen als verlieren. Und dann, glaube ich, werden wir eine gute Saison erleben im VfB. Es entsteht etwas in Stuttgart. Die Rückrunde macht Lust auf mehr. Dazu hat man sich sinnvoll verstärkt, finden auch die ehemaligen des VfB. Ja, ich glaube, dass der VfB gut eingekauft hat. Muss man sehen, wie die Mannschaft eben funktioniert, wie sich das Team findet. Und deswegen bin ich gespannt auf die neue Saison. Aber ich glaube, es wird eine ganz gute Saison für den VfB. Ich denke, es ist eine gute Entwicklung, wenn man Schritt für Schritt dann nach oben geht. Ich denke, wie gesagt, dass man vor allem der Verein und die Fans schauen, dass eine ruhige Saison wird. Es wird natürlich auch Spiele geben, wo man nicht so spielt, wie man halt gegen Bayern zum Beispiel gespielt hat. Aber wenn man in den nächsten 1-2 Jahre dann wieder international spielt, dann wäre gut. Aber die Saison würde ich, Platz im Mittelfeld wäre schon sehr gut. Doch nicht nur die Meister von 2007 sind am Tag des Brustrings vor Ort. Auch die Helden der 80er Jahre sind gekommen, inklusive 2er Weltmeister. Nein, du freust dich einfach, viele alte Gesichter wiederzusehen und ein paar Gespräche zu führen, ein paar Scherze zu machen und auch ein bisschen so diese Atmosphäre dann mit dem Publikum aufzusaugen. Und das Stadion ist ja jetzt auch wirklich ein Schmuckstück geworden, so Schritt für Schritt. Wir mussten damals noch mit einer Laufbahn drumherum spielen. Und das ist ja jetzt wirklich ein wundervolles Fußballstadion. Und es macht die Fans, es macht die Leute, die dem VfB irgendwie sich verbunden fühlen, unglaublich glücklich. Ja, ich glaube, wir haben die letzten 2 Jahre sehr gut gearbeitet. Man hat die Mannschaft wieder zu einer Einheit geformt. Man hat neue Spieler, hervorragende Spieler dazu gewonnen, die auch charakterlich dazu passen. Und von daher muss ich sagen, hoffen wir alle, dass wir eine gute Saison spielen, dass wir auch im spielerischen Bereich uns weiter verbessern. Und wenn man einen einstelligen Tabellenplatz erreichen sollte, glaube ich, dann haben wir eine tolle Saison gespielt. Also die Mannschaft ist sehr gut aufgestellt. Also ich muss sagen, so wie der Michael Reschke eingekauft hat, mit seinen Mann drumherum, da ist eigentlich jede Position doppelt hochwertig besetzt. Und das heißt für mich großer Konkurrenzkampf und eine absolute Top-Truppe auf dem Platz. Wenn man in den ersten Spielen ein paar Punkte sammelt und sich da von unten absetzen kann und eben nichts mit dem Abstieg zu tun hat, dann kann das wirklich fürs obere Tabellendrittel reichen. Aber ich denke, man darf jetzt am Anfang nicht zu viel wollen, sondern muss einfach schauen, sich ein Polster zu erarbeiten, damit man in ruhigen Gefilden ist. Das war in den letzten Jahren leider nie der Fall. Ruhige Gefilde bei der Euphorie der Fans wäre das fast schon zu wenig. Denn eins ist offensichtlich, man hat wieder Lust auf Fußball in Stuttgart und auf einen erfolgreichen VfB.